Alles klar. Gut, ich kann, glaube ich, meinen neuen Zauberstab sein lassen. Ich glaube nicht, dass er so viel Damage machen wird bei dem Kollegen da oben. Okay. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei den Assis. Es ist lange her, wo mal was Neues kam. Jetzt ist es wieder soweit. Hat den folgenden Grund gehabt. Es gab eigentlich nicht großartig was Neues, bis auf, dass wir farmen, farmen und farmen mussten. Denn ich kann mal in unsere wunderschöne Toolbox gehen und man sieht, wir haben etliche neue Waffen und wir haben auch etliche neue Rüstungen. Dafür braucht man allerdings Titaniumbarren. Und wie der Spieleentwickler das so wollte, war natürlich der Titaniumbarren ein wenig, naja, wie wollen wir mal so sagen, 40 Erz pro Barren. Ein bisschen krank. Von daher haben wir das jetzt ein paar Stunden ausgeweitet. Damit wollten wir euch nicht quälen. Wir sind jetzt aber soweit, um den letzten Endboss endlich fertig zu machen. Torm der Assi ist auch wieder dabei, in voller schöner Montur. Marvin hat sich auch rausgeputzt, Zauberstab bis zum Get-No. Also wir haben jetzt das eigentlich, was maximal geht. Aber dazu gibt es nochmal für euch ein komplettes Video, ein Fazitvideo, wie das Spiel nun rüberkam, was die Inhalte waren, etc. pp. So, nicht lang weiter quatschen, Torm. Schieb das Portal an. Wir gehen zum letzten Boss. Ja. Ist unterwegs. Das Ende der Welt. Ui. Na, wenn da mein Name nicht Programm ist. Genau, klingt irgendwie nach Ende. Wird nämlich der letzte Part sein von diesem Let's Play. Nach diesem Endboss soll es noch eine Welt geben. Wir sind gespannt, wie sie aussieht, was es für eine sein wird. Doch jetzt heißt es erstmal, bis ans Ende der Welt. Alles klar. Gut, ich kann, glaube ich, meinen neuen Zauberstab sein lassen. Ich glaube nicht, dass er so viel Damage machen wird bei dem Kollegen da oben. Okay, du kriegst einen Buff und dann geht's los. Ja. Und los geht's. Okay. Wir wissen nicht, was er machen soll. Also ich mache 379 mit dem Zauberstab, mit dem anderen 319, also ich nehme doch den neuen. So. Okay. Der ist noch immun. Also anscheinend erst diese Kristalle verrecken. Ah, jetzt ist er, jetzt kriegt er alles ab. So, jetzt wechsle ich aber mein. Au ja. Au ja. Au ja, du willst nicht wissen, was ich für eine Zahl da gerade rausgehauen habe. 1600 ja, habe ich. 2223. Boah, der Typ. Und zwar, diese Dinger hier, diese Kristalle, die er baut, die mache ich mit dem einen Zauberstab. Da machen die nämlich am meisten Damage, weil das egal ist, was die fressen. Aber wenn der Kollege fertig ist da, dann gibt es richtig aufs Fressbrett mit dem anderen Zauberstab. Denn ich habe zwei verschiedene Zauberstäbe. Der andere ist etwas älter, macht einen anderen Damage. Jedoch gegen den um einiges mehr. Oh, jetzt. Ja, ich habe den Buff gegeben, deswegen. Und jetzt kommt Blitz dazu und jetzt kommt Feuer noch dazu, 1590. Scheiße, wäre jetzt noch Feuer dazu gekommen, dann wäre finito. Aber das war's schon. Gut, Freunde. Man muss dazu sagen, man kann nicht bis Level 30 leveln. Wir sind, glaube ich, Stufe 27 jetzt gerade. Ich schau mal schnell. Ich bin 26, du auch. Also nicht mal Stufe 30. Ich bin auch 26. Du bist auch 26. Wir haben nichts Besonderes. Wir haben nur das, was das Spiel hergibt. Und wir haben ihn jetzt einfach, den Endboss, ihr habt's gesehen, um 0,6 so dermaßen zervögelt. Da gab es echt keinen Morgen mehr. Gut. Das kommt natürlich in mein Fazitvideo. Wir gehen jetzt in die letzte Welt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Das Tor. Oha. Oha. Freunde. Was ist hier los? Es ist ein Tor. Es ist ein Tor. Ja. Man kann hast durchgehen. Du... ja. Ich habe rote Steine bei mir. Kannst du die mal reinlegen? Gucken, ob was ist. Wir haben zwar keine Animation, dass es gehen sollte, aber. Nee, ich kann nichts reinstellen. Ja, gut, Freunde. Da hat sich wohl der Spielentwickler gedacht: Ja, das Tor. Scheiße, ja, und jetzt? Alter. Vielleicht so für die nächste Welt. Ja, so ja. Irgendwie, man. Weil es ist auch rot ich und kann so. Nichts abbauen hier. Nix, gar nichts. Ja. Ja, gut, Freunde. Das war das Ende der Early Access Game von Portal Knights.
Alles, was wichtig war, haben wir euch wirklich gezeigt. Es gab jetzt noch etliche Dungeons und so weiter, die waren jedoch wirklich alle gleich und dachten wir uns so, wozu? Also das ist Quatsch, wir sind da nur durchgewascht. Das Spiel, finde ich, hat jetzt auch keinen erhöhten Schwierigkeitsgrad gezeigt. Das Einzige, was wirklich extrem schwierig wurde, war einfach das Farmen. Also es wurden jetzt nicht die Mobs irgendwie aggressiver, klar wurden sie, aber hat man einfach gefarmt und hat den Werkbank und den Amboss hochgelevelt, hat man die Möglichkeit gehabt, halt neue Waffen zu machen. Hat man die besessen, war das Spiel auf einmal genauso leicht wieder wie am Anfang. Also es war trotzdem nicht schwieriger, trotz dieser besseren Waffen. Es war bloß der Faktor, die Rohstoffe zu kriegen. Wie gesagt, 40 Roherze, um einen Titanbarren rauszukriegen. Maximal, glaube ich, 64 war ein Stack. Also man hat ein Stack gefarmt, man hat dann gerade mal einen Barren rausbekommen. Und ich kann euch mal hier kurz zeigen, so ein ganz gemütliches braucht allein schon 3 Barren. Und wenn wir jetzt in die Waffen reingehen, dann sind es halt 6 Barren mal ganz locker. 6 Barren, dann wisst ihr Bescheid, dass man 6 Stacks fahren musste, oder 5 besser gesagt, um eine Waffe sich zu machen. Und das ist einfach unverschämt und das passt auch nicht so ganz. So hat man versucht, das Spiel in eine Länge zu ziehen. Aber das soll es jetzt von unserer Stelle gewesen sein. Das war's mit Portal Knights. Ein ganz schön bitteres, schnelles Ende gewesen. Also den Endboss hätte ich ruhig noch 3-mal bumsen können, ganz ehrlich. War ein bisschen traurig gerade. Ich glaube, wir haben zu viel Schaden gemacht. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel ausgelegt ist, dass man es mit Freunden spielt. Man hat die Möglichkeit, aber so, ich gehe mal von aus, von der Monsterdichte und Monsterstärke ist es eigentlich programmiert, dass man es alleine spielt. Weil sonst hätte man dem Monster echt ein bisschen mehr Lebenspunkte geben können. Also, es waren jetzt 2 Runden. Es waren 2 Instanzen, dann war der weg. Ja. Naja, vielleicht kommt er hier mit dem Portal nochmal, dann muss man nochmal lesen im Internet. Vielleicht kommt jetzt hier quasi dann die nächste zersprungene Welt. Ja. Dann ist die Frage, wie es denn realisiert ist. Ob dann einfach das gleiche nochmal warm gemacht wird und irgendwie mit anderen Farben verpackt wird. Ja, also er hat sich auf jeden Fall ein offenes Ende beibehalten, der Entwickler, mit diesem Tor. Klare Entscheidung. Wie er es umsetzen wird, sehen wir dann. Also Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Alle, die abonniert haben, die gefolgt haben, die kommentiert haben, vielen großes Dankeschön. Es geht jetzt gerade zeitnah schon weiter, gleich bei mir auf The Division, Let's Play folgt. Und am 17.03., ich glaube der 17.03., kommt der endlich Need for Speed raus für die PC-Version. Und die wird natürlich gespielt und auch Let's Played. Und wenn ihr ein bisschen Auto-amphiben seid, habt Bock ein bisschen zu tunen, zu sehen und zu staunen, dann dort natürlich auch einschalten. Vielen Dank. Das war Asi Tom und Asi Marvin.